Was geht ab, meine werten Freunde Arenos, und willkommen hier zurück zu Deponia, mal im Pause-Bildschirm. Jetzt nochmal dasselbe wie auch schon bei der letzten Banjo-Kazooie-Aufnahme. Falls ihr im Hintergrund was klimpern hört, das ist ein Glöckchen, weil ich eine Weihnachtsmütze geschenkt bekommen habe vor ein, zwei Tagen. Je nachdem, wann ich das Video, weiß ich gar nicht, wann es. Irgendwann in letzter Zeit habe ich einen Wein, also heute, wenn ich es aufnehme, habe ich einen, ne? Mützchen bekommen mit einer Glocke dran, und ja, finde ich geil. Die werde ich jetzt auch die ganze Zeit immer tragen, also nicht wundern. Wir gehen weiter. So. Hier oben geht's nicht rein, hier geht's nach rechts, hier geht's nach links, hier gibt es nur Goal. Jetzt ist es wirklich wie früher. Können wir mit ihr reden? Komm, wir haben keine Zeit zu verlieren. Dann quatsch keine Opern. Was ist eine Oper? Erkläre ich dir später. Okay, dann gehen wir mal nach links. Okay, jetzt wissen wir den Zeitpunkt. Wissen wir das? Ja, wir sind wohl gerade mit dem Timepod weg. Frack. Ich werde das Ganze jetzt hier auch den ganzen Rest in einem Durchrutsch spielen. Und mal schauen. Okay, wir kommen nur wieder hier hin. Wie viele Parts es werden. Also nicht wundern, dass halt zwischendurch vielleicht ein Cut sein wird. Okay, also raus. Oh. Stimmt. Und jetzt volle Kraft voraus. Ganz leise. Wer sind denn die? Fuflex, war das demütigend. Und jetzt hat er auch noch unser Umux geklaut. Wir sitzen hier fest. Kein Problem. Ich habe einen Plan. Siehst du das Ding da? Ich glaube, es ist eine Art Knüxpox. Und so einen Fufnu benutzen die hier? Wenn ich es aktiviere, werden sie nicht weit kommen. Früher oder später werden sie gezwungen sein, hierher zurückzukommen. Bist du sicher? Wer weiß, wie oft wir das schon gemacht haben. Nicht oft genug. Sonst hätten sie ja unsere Umux längst zurückgebracht. Klingt logisch. Aber wie bedient man das Gerät? Ich glaube, man muss nur an der Kurbel da drehen. Nein, stopp! Ganz falsch! Rufus, nicht! Das ist er! Das ist er! Hast du uns unser Umux zurückgebracht? Das Timepod? Nicht direkt. Dann muss ich wohl doch noch einmal kurbeln. Aha, also wart ihr das die ganze Zeit? Ihr müsst damit aufhören. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr für ein Chaos anrichtet. Wer seid ihr überhaupt? Wir kommen aus einer zukünftigen Welt. Wir nennen sie Utox. In eurer Sprache Utopia. Utopia? Wie das Utopia, das die Illusianer erreichen wollen, indem sie Deponia sprengen? Dieser Plan war zum Scheitern verurteilt. Weil wir ihn vereiteln werden. Ja, das werdet ihr. Euer Volk wird es trotzdem eines Tages zu uns schaffen. So ist es vorherbestimmt. Zumindest war es das. Wir wollten nur ein wenig Geschichtsluft rüsseln. Nur beobachten, nicht eingreifen. Doch als wir zurück in unsere Zeit kamen, gab es kein Utox mehr. Das Raumschiff, das ihr Elysium nennt, war gestartet und wie ein Komet auf unserem Planeten eingeschlagen. Darum kehrten wir zurück, um nach der Ursache zu forschen. Wir wollten die alte Zeitlinie wiederherstellen. Doch dann hast du unser Umux gestohlen. Durch diesen Eingriff habt ihr den Lauf der Dinge kompromittiert. Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Es ist offensichtlich, dass diese Zeitlinie hier schon zu beschädigt ist. Wir müssen euer Knüxpox benutzen, damit ihr uns unser Umux wieder zurückbringt. Nein, 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 nein! Ihr könnt doch jetzt nicht alles wieder auf Anfang setzen. Ihr habt ja keine Ahnung, was für ein Staatsakt es war, überhaupt so weit zu kommen. Und wenn es eine Xixiade Anläufe benötigt, irgendwann werdet ihr es schaffen. Bleibt zurück. Ich werde nun das Knüxpox aktivieren. Okay, ich seh's ja ein. Aber ihr solltet mich das lieber machen lassen. Ihr macht doch alles nur kaputt mit euren Rüsselpfoten. Na gut, aber wehe, du nimmst uns auf die Stoßzähne. Dann ist deine Freundin Moxo Poxo. Was auch immer das heißt. Moxo Poxo? Alles nur das nicht. Ich habe keine Ahnung, was er will. So, okay, wir können... Verstärkungsglied. Und wenn ich das richtig... Genau, hier können wir auch... Und wir könnten auch an der Kur... Her damit. Was tust du da?
Keine Panik. Ich weiß, was ich tue. So, mit den Utopianern könnten wir auch reden. Utopianer? Also sowas. Tun wir das nochmal. Warum dauert das so lange? Sagt euch der Begriff Zeitschinden etwas? Natürlich. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Aha. Und, war das eine glückliche Kindheit? Arbeiten. Jetzt. Okay. Wir haben hier noch den Nilbot. Da ist ein Steckplatz. Verdammte Kiste! Drosselglied. Was ist das? Ein Geheimfach für Ersatzteile. Das gibt's doch nicht. Dann basteln wir das Drosselglied da ein. Vielleicht hilft's. Hoffentlich hat das den gewünschten Effekt. Na, probieren wir es aus. Also wir reden erst mit Gold und dann probieren wir es aus. Sehe ich hier noch irgendwo eine Mütze? Weißt du eigentlich, was du tust? Na, hör mal. Mittlerweile solltest du mich doch wirklich gut genug kennen. Also nicht? Nicht so richtig, nein. Na dann, Chaka. So gefällt mir die Gold echt. So ist sie super. So. Fertig. Na endlich. Jetzt wird alles so bleiben, wie... Wie es schon einmal geschehen ist. Genau. Aufgepasst. Wo sind wir? Keine Zeit jetzt für Erklärungen. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen nämlich ganz schnell zum Timeport, bevor es wegfliegt. Komm, den kriegen wir noch. Kriegen? Wie kriegen? Komm! Hä? Aber was bringt uns das? Und jetzt volle Kraft voraus! Ach ja! Dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. Bitte sei vorsichtig. Meine Bewegungsnausea. Ja, ja, entspann dich. Während du dich gut festhältst. Stimmt, wir sind ja hier zwischengelandet. Aua. Na toll. Und nun? Ich glaube, wir haben uns ein wenig Zeit erkauft. Wenn jetzt keine größeren Unfälle mehr passieren, dann... Das war Mac. Sag doch was! Heiliger Hugo! Rufus! Alles okay? McChronicle? Schau mal, Goal. Es ist McChronicle. Wer ist Goal? Und was tust du hier mitten auf der Straße? Du wolltest doch eine Elefantenfalle aufstellen. Naja, du weißt ja, wie das ist. Es kommt dann immer ein bisschen anders. Wir haben jedenfalls das Timepod der Utopianer geklaut und damit versehentlich die Zukunft des Universums ausgelöscht. Moment. Was? Keine Zukunft? Naja, bis auf die eine vielleicht, in der alle tot sind und der Ponia von Fulox überrannt wird. Keine Ahnung, wie die zustande gekommen ist. Oh nein, ich bin ein Monster. Warum habe ich nicht auf meinen Vater gehört und was Ordentliches gelernt? Aber nicht doch, Mac. Tja, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. War klar. Vielleicht besser gewesen. Für uns alle. Ihr habt so recht. Ihr habt so recht. Schluchz. Mac? Verzeih mir, Vater! Mac? Ich komme zurück nach Hause! Wo ist er gelandet? Vielleicht waren wir ein bisschen hart zu ihm. Tut mir schon ein bisschen leid. Ich werde ihn vermissen. So, wir haben Goal, wir haben das Chronoka und die Kobel. So, dann reden wir mal mit Goal. Sie könnte ruhig mal lächeln. Wir haben es endlich geschafft. Glaube ich. Wir haben es geschafft. McChronicle wird niemals in Kuvak eintreffen. Die Zukunft ist wiederhergestellt. Bist du dir sicher, dass wir nichts übersehen haben? Na ja, gut, es ist nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten. Aber ich wüsste nicht, was jetzt noch groß schief gehen sollte. Ich erwarte eine Explosion. Hoffen wir, dass du recht behältst. Tja, also da steht es gut. Im Straßengraben der Geschichte. Dann, ja, wir... Ach doch, wir können noch in Richtung Kuvak gehen.
Da seid ihr ja. Ihr braucht euch keine Sorgen mehr zu machen. Es ist alles erledigt. Wer bist du? Puffnax, er hat uns gesehen. Keine Panik, wir sind auch Zeitreisende. Ich hatte euer Timepod geklaut und damit die Zukunft ausgelöscht. Wie bitte? Dann habt ihr eine Zeitschleife erzeugt, um mich wieder herzulocken. Naja, nichts für ungut. Jetzt ist alles geritzt. Ihr müsst nur vorsichtig beim Eintritt in die Zwischenzeit sein. Da wimmelt's von Fuelogs. Wobei die sich ja nicht mehr sammeln können, sobald die Zukunft wieder offen ist. Stimmt auffallend. Vielleicht hast du recht und wir haben es diesmal tatsächlich geschafft. Ich verstehe nur Schnuffofo. Was sind Fuelogs? Ja, also eigentlich sind das Morlocks, aber aus urheberrechtlichen Gründen dürfen die nicht so heißen. Nur wegen 8 Monaten, die wir zu früh sind, sowas Ärgerliches, haben wir sie halt Fuelogs genannt. Aber in der nächsten Auflage, hoho, ich sage euch. Na, das ist eine lange Geschichte. Wir erzählen sie euch gerne unterwegs. Wäre nett, wenn ihr uns irgendwo rauslasst, wo wir nichts beeinflussen können. Es wäre doch zu blöd, wenn wir versehentlich noch ein Armageddon auslösten. Aha. Na gut. Und ihr seid sicher, dass nun alles beim Alten ist? Naja, diese Zeitreisen sind ganz schön kompliziert. Aber ja, ich glaube, jetzt ist alles paletti. Jetzt nicht mehr. Macht mal hier nicht so einen Spuk. Ich habe den ganzen Tag hart an meiner Mongolfiere gearbeitet und... Was zum Kehricht ist denn hier los? Okay. Keiner bewegt sich von der Stelle. Ich bin deponianischer Staatsbürger und ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was hier gespielt wird. Das und ich, was ihr mit uns vorhabt. Tja, warum eigentlich nicht? Wir hatten glücklicherweise einen Shinshuma-Klucks dabei, der uns befähigt, eure Shinshumas zu verunungeln. Was? Niemand verunungelt meine Shinshumas. Es ist nicht das, was ihr denkt. Geht es darum, Erinnerungen auszulöschen? Okay, es ist das, was ihr denkt. Es ist nicht das, was ich gedacht habe. Hast du? Ich dachte gerade an ein Ozelot. Ozelots sind voll bescheuert. Ja. Ruhe jetzt! Wenn einem von euch beiden der Gedanke nicht behagt, umso besser. Es kann sowieso nur einer verunungelt werden. Ihm wird dann die Ehre zuteil, mit Goal zusammen Deponia zu retten. Ich wähle Rufus. Sauber! Nicht du! Die Rede ist von der anderen Goal, die zu diesem Zeitpunkt noch auf Elysium ist. Was? Aber was passiert dann mit mir? Du wirst gebusockt. Genau wie der übrige Rufus. Hört ihr bald mal auf mit eurem elendigen Utox-Kokolores? Ich glaube, der passende Ausdruck in eurer Sprache ist... Kalt machen. Oh. Was? Moment mal. Was dachtet ihr denn? Ihr gehört nicht in diese Zeit. Die Gefahr, dass ihr euch wieder einmischt, ist viel zu groß. Also, ihr habt die Wahl. Einer von euch bekommt seine Erinnerungen gelöscht und muss alles noch einmal machen. Oh nö, alles nochmal von vorne? Nicht mit mir. Der andere wird zusammen mit Gold kalt gemacht. Klingt auch nicht gerade genussvoll. Nee, tut nicht nötig. Macht das unter euch aus. Während Kugo noch nach einer passenden Sicherung sucht. Okay. Da ist Tuck. Wir haben auch noch die anderen... Okay, das dachte ich mir alles schon. Ich bin nicht sonderlich scharf drauf, meine Shinshumas verunungelt zu bekommen. Aber vielleicht immer noch besser, als gebusockt zu werden. Ein gut aussehender Bursche. Alle Wetter. Ein Jammer, dass er so früh sterben muss. Tja, das ist dann wohl das Ende unseres Abenteuers. Oder der Neustart. Je nachdem, wie ich mich entscheide. Kugo sucht nach einer Sicherung. Hey, ich glaube, ich spüre, wie sich in meinem Inneren eine grandiose Idee auseinanderwurschtelt. Oh. Oh, doch keine Idee. Wir haben auch keine Items. Wenn ich mir eine Zukunft aussuchen könnte, ich weiß nicht, ob ich eine wählen würde, wo wir uns mit diesen Hoshis einen Planeten teilen. Das ist doch Tuck, der gute alte Tuck. Ach, ich kann nicht laut mit ihm reden. Hm. Dann fliegt sein Versteck auf. Ach, zum Glück sind wir ein eingespieltes Nein. Team und verstehen uns auch ohne Worte. Ehrlich. Hey, was sollen diese dämlichen Grimassen? Hör damit auf, bevor mir noch versehentlich der Vorderhuf ausrutscht. Noch ein Versuch. Hey, was sollen diese dämlichen Grimassen? Hör damit auf. Noch ein Versuch. Komm schon. Hey, hör damit. Okay, funktioniert nicht. Dann reden wir mit Goal. Geht es dir gut? Super. Ich werde gleich kalt gemacht. Du hast wenigstens die Wahl. Tolle Wahl. Hast du etwa vergessen, wie unser Abenteuer ausgeht? Auch wieder wahr. Ich finde, du solltest dich kalt machen lassen. Ach, meinetwegen. Da musst du den ganzen Scheiß nochmal durchmachen, um dich am Ende doch wieder in den Tod zu stürzen. Ha, lass uns Streichhölzer ziehen. Hast du Streichhölzer? Meine hat Toni einkassiert. Meine auch. Wow,
Wir haben so viel gemeinsam, ey. Okay, ich hab's. Ich denke an eine Zahl zwischen 1 und 10. Wenn deine kleiner ist, lässt du dich kalt machen. Ist sie größer, machst du alles nochmal. Okay, bereit? 9. Verdammt, die hatte ich auch. Ich denke jetzt an eine Zahl zwischen 1 und 10. Wenn deine kleiner ist, lässt du dich kalt machen. Was für ein Schwachsinn. Der schubst dich nur rum, Kugo. Das würde ich nicht mit mir machen lassen. Ach, ich bin das gewohnt. Du kannst dir vorstellen, wie es mir mit diesem Namen auf dem Schulhof erging. Naja. Kugo frisst Xonugo. Kugo frisst Xonugo. Was auch immer das ist. Ach, Kinder können so grausam sein. Gibt es denn keine andere Lösung? Nein. Gibt es denn keine andere? Können wir nicht nochmal drüber reden? Ich kann, aber du kannst offenbar nicht zuhören. Wenn er eine Idee hat, na dann hau rauf. Hey, was soll das? Du Trottel hast das Shinshuma-Klux umgeworfen. Na sowas. So ein Fufnex. Keine Faxen. Verstanden? Ach, jetzt muss er dran arbeiten und wir können mit Tuck reden. Noch ein Versuch. Hey, Tuck. Verstehst du mich? Klar und deutlich. Das Bild. Dann hat sich das Training ja gelohnt. Ich habe beim Besten gelernt, Sir Rufus, Sir. Okay, das ist Schwachsinn, das hat er nie gedacht. Nicht doch, du beschämst mich. Einmal, Sir, reicht vollkommen. Ja, Sir. Kommen wir nun zu meinem Plan. Du musst Hilfe holen, du musst die Uchiha... Kommst du durch den Tunnel? Ja, das ist eine gute Frage, das letzte.